Leuchten wir hier auch noch ein bisschen aus. Guck mal, machen wir schön. Och, ach du Heiliger. Okay. Gut. Eins nach dem anderen. Lalalala. So. Haben wir ditte. Jetzt hier noch schön. Das nervt mich, das Ding. Jetzt noch schön die Kohle mitnehmen. So. Mal schauen, was uns hier unten sonst noch so erwartet. Boah. Ah, die Mine, die ist auch irgendwie besonders, ne? Das ist irgendwie. Sag mal, ist auf. Warte mal, jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Optionen. Ist hier auf hart? Ne, auf normal gestellt. Ne, okay, gut. Boah, auf normal und ich kack hier so ab. Was ist da los? Muss ja aufpassen mit der Lava. Nicht, dass ich hier einen Stein wegnehme und dann auf immer von Lava überrascht werde. So ein Talent habe ich nämlich auch. So. Da fällt doch schon mal die Hälfte runter. Das ist alles andere als gut. Ja, knutter da jetzt nicht so rum. Ich weiß, ihr habt Hunger, aber ihr könnt euch mal ein bisschen zusammenreißen. Überall, ne? Begriffsstutzig. Lass mal kurz gucken hier auf der anderen Seite. Kommen wir hier nicht gerade irgendwie rüber? Oder wartet? Ach nee, da ist es. Okay. Dann waren wir ja schon auf der anderen Seite. Hier ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Dann gucke ich nämlich gleich mal, ob da ein Spawner ist. Den wir dann natürlich auch gleich zerhacken. Kling, kling. Schön XP sammeln. Lohnt sich wenigstens so ein bisschen hier. Wie gesagt, die alte Mine, die ist echt mega. Ich feiere die auch voll, aber. Boah, Alter, wenn da so eine Mistviecher-Spinnen sind. Ich weiß nicht, wie ich die sonst netter benennen soll. Zumal ich Spinnen ja eigentlich mag. Also in RL, aber. Boah. Die Viecher. Die haben mich echt angekotzt. Siehst du, sag ich doch. Habe ich's nicht gesagt? Ich wusste es doch. Kommt mal her. Guck. Kriegt da alle was ab. Ich hoffe nur, hinter mir kommt jetzt nicht gleich was. Mutig wie ich bin. Hier durch die Lücke. Ich juckt's. So. So, du noch? Kriegt den eigentlich von hier. Ne, von hier nicht. Aber von hier vielleicht. Ja. Geil. Okay. Dann komm mal her, Kollege. Knüppel. Schuh. So, ciao. Dann machen wir hier auch. Oh, Fledermaus, erschreckt mich doch nicht so. So. Machen wir hier hell, damit wir auch gleich wissen, haben wir hier ausgenommen. Namensschild, oh schön, das nehmen wir natürlich alles mit. Ein Zauberbuch, das gucken wir uns alles später an, ne? Verzauberst du das Buch Glück 1. Okay, komm, die nehmen wir auch mit, die Kiste. Kisten können wir auch gebrauchen. Ist hier aber noch ein Spawner? Da muss ich doch mal gucken. Nur gucken. Hört sich an wie hier drüben irgendwo. Kann auch über uns sein. Ich weiß es nicht. Also direkt über uns wohl nicht. Ein bisschen tiefer. Hier haben wir Eisen. Dann ist gut, dann graben wir hier trotzdem mal rum. Wenn wir hier schon mal Eisen haben, warum nicht? So.
glaube, ich mache mir. Ich glaube, ich weiß, was wir schon in unseren Keller bauen können. Wir können uns da so eine kleine Monsterfarm bauen. Also so eine kleine Spawnfalle. Nehme ich mal hier ein bisschen grünen Stein mit. Ein bisschen Moosstein und so. Dann können wir das da bestimmt ganz gut bauen. So. Das kommt daher aber hier aus der Richtung, ne? Ich buddel hier einfach mal so ein bisschen rein. Ah, guck mal. Ist hier. Nee, oder? Nee, das ist normal. Also was heißt normal, aber das ist kein grüner Stein. So, machen wir hier alles mal ein bisschen auf. Gucken wir erstmal von oben so ein bisschen im sicheren Abstand. Was wir hier so alle getan. Das hört sich an wie hinter uns. Wahrscheinlich hier unten. Ah, da. Ich habe gerade was gesehen. Okay. Können wir hier so ein bisschen. Kommen wir da unten hin? Nee. Aber wir können uns hier auf den Kopf hauen, ne? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Na gut. Aber ihr wisst, dass ich da bin, ne? Ihr spürt meine Anwesenheit. Ihr spürt meine Aura. So. Ich glaube heute nur Blödsinn, ne? Ist dir schon mal aufgefallen? Also nicht nur heute. Ich kann hier nirgendwo dran irgendwie. Kann ich hier mal bitte irgendwo? Gut, da, aber ich muss auch noch tiefer kommen. Nee, mein Freund, so nicht. Komm ich da so? Ah, hier, guck mal, hier komme ich ran. So, damit er uns nicht gleich überrascht. Das hier kann weg. Das hier eigentlich auch. Hallo, mein Freund. Ciao. Da hinten kommt noch einer. Dann komm mal her. Unsere Gesundheit sieht gerade wieder nicht so gut aus, ne? Apfel essen. Und wieder gesund werden. So, ich sollte hier auch mal wieder Fackeln aufhängen. Damit wir hier so ein bisschen in Anführungszeichen Sicherheit haben. Wenn wir das hier ausleuchten. In der Hoffnung, dass das klappt. Dass uns hier so schnell nichts überrascht, weißt du? So. Wir haben schon wieder Hunger. Was ist da los? Eine Fackel reicht. Schwert. Achso. Ja, da sind wir wieder zurück. Die Apple halten aber auch gar nichts vor, ne? Die hatten ja nun überhaupt nicht vor. So, hier wird's auf jeden Fall ruhiger. Wir entfernen uns auf jeden Fall von diesem Spawnpunkt. Da ist noch ein Spawner. Ein Spinnspawner, willst du mich verarschen? Schnauzespinne. Sind die normal? Oh, sind die normal? Dankeschön. Sind wenigstens normale Spinnen. Mit denen könnte ich fertig werden. Ich einfach mal. Schnauze, Spinne. Schnauze. Schnauze. So, jetzt hier schnell. Da ist schon die nächste Spinne gekommen. Denkst du, Fräulein? Sei nicht so aggro. Raus. Gekusch. Sogar zwei. Sehr gut. Eimer, Knochen, bla, verrottetes Fleisch, bla, 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 Sattel. Sattel ist sehr gut. Wir wollen uns ja ein Weizen, sehr gut. Dann können wir uns Pferdchen holen und so.
So, wir sind aber auch gleich voll. Und noch eine Eisenrüstung für Pferde. Kriegen wir beide Kisten noch mit? Das ist gar nicht. Eine kriegen wir auf jeden Fall mit. Die auch. Okay, super. Dann können wir jetzt wieder so langsam zurück, weil wir sind voll. Achso. Klar. Damit hier jetzt mal Sense ist. Mit Spawn. Obwohl es eigentlich gar nicht mehr so schlecht wäre, wenn hier noch weiterhin was spawnt. So. Wir haben ja eigentlich schon eine Menge gefunden. Also auch eine Menge Eisen und so. Eigentlich brauchen wir hier gar nicht mehr weiter großartig sammeln. Ich glaube, Eisen und so haben wir erstmal genug. Kohle könnten wir noch ein bisschen mehr haben, finde ich. Das wäre eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Da haben wir sie ja schon. Es ist so ruhig auf einmal. Zu ruhig. So, das war die. Gut. Kling, kling. So, ich mag das Geräusch irgendwie. Dieses Einsammeln, dieses. Weiß nicht warum, ich mag das voll. Ich gerade was gehört? Nee. Was ist denn da oben eigentlich? Nochmal Eisen. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es gar nicht. Hab ich schon wieder vergessen. Shops vergessen. So, das nehmen wir noch mit und das nehmen wir auch noch mit. So. Okay. Och, sehr ruhig. Ihr seht, wo ihr euch rumtreibt. Ganz ehrlich, ich guck hier nochmal. Was war das gerade? Server nicht abkacken. Neues Rezept verfügbar. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Hatte ich das nicht vorher schon? Aber hier wird es wieder leiser. Ach, keine Ahnung, wo die sich rumtreiben. Sollen sie doch da ihren Opa-Treff machen, wo sie wollen. So, hier geht's raus auf jeden Fall. Den Ausgang nehmen wir gerne an. Freiheit! Freiheit! Ciao! Creeper! Ciao! Ciao, 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 ciao! Ich wollte es hier gerade noch ein bisschen ausleuchten, damit ich weiß, wo es hier reingeht. Aber das habe ich mir dann doch mal ganz schnell anders überlegt. Ich will nach Hause. Oder, alles klar. Ihr seid ein paar Kackpratzen, ne? Ciao. Hey, Kumpel, darf ich mal bitte? Darf. Ich schlaf hier. Auf deinen Tisch. Junge, raus aus dem Bett. Bis es belegt, dann schmeiß ihn da raus, Mann. Jetzt dachte ich gerade, da steht jemand, ne? Wahrscheinlich auch so gewollt. Okay, komm. Nach Hause schaffen wir. Hoffe ich. Oh Gott. Das ist dieses Unterwasserviech, ne? Ja. Ciao. Ha. Wieso bist du eigentlich noch hier? Alter, Monster sind hier. Mach, dass du nach Hause kommst. Okay, ich glaube, es wird so langsam wieder hell. Nee, doch nicht. Alter, ist mitten in der Nacht. Gut. Nur der Mond scheint so hell. Ups. Dann noch nicht hier. Wollte gerade wieder an der Seite reingehen. Dann brauche ich ja nicht mehr. Oh Gott, Popertikus, wir haben es geschafft. Wir sind wieder zu Hause. Wir sind wieder zu Hause. Okay, da. Hi. Wo ist denn da? Ich werde mal gleich das Eisen einschmelzen. So. Kann man eigentlich diesen Moosstein einschmelzen? Wenn ja, passiert da was? Nein, ne? Nee, passiert nichts. Okay.
Knochen, geht das? Nein. Verrottetes Fleisch? Nein. Kohle? So, toll. So viel Kohle brauchen wir da nicht dran. Guck mal hier, 16 reichen. Oh. Ich hier reinmachen. Zack. So. Spinnnetz? Nein. Okay. Also auf jeden Fall haben wir erstmal ein paar Truhen. Oh Gott, ich muss hier unbedingt aufräumen, ne? Da wird echt Zeit. Ich glaube, das mache ich mal offline. Dass ich hier einfach mal alles so ein bisschen aufräume und gucke, wo wir was, wie, wohin machen. Zaubertisch brauchen wir demnächst auch noch. Verzaubertes Buchglück 1 und hier haben wir Wasseraffinität. Das klingt gut. Spinnenauge. Okay. Namensschild, das ist natürlich für Poperzikus. Das ist für ihn. Die Zaubersachen mache ich mal jetzt hier in dieser Truhe. Erstmal. Und auch die Truhe. Das ist dann hier die Truhentruhe. Genauso wie man meistens zu Hause hat, denn die Tütentüte, wo alle Einkaufstüten drin sind. So, die Spitzhacken behalte ich mal. Schwert brauchen wir auch bald neues. Schwarzpulver machen wir hier rein. So. Koppel haben wir hier noch, ne? Aber kriegen wir nicht mehr alles rein. So eine schöne Sache. Dann nehmen wir hier mal das Eisen raus. So. Mal hier den Rest Koppel rein. Oh, ich muss hier so aufräumen. Ich mach das demnächst. So, gut. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Oh Gott. Oh. Oh. So. Gut. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich erstmal gucken, wie es hier draußen eigentlich aussieht. Wächst das alles? Ja, guck mal. Oh, schön. Das ist hier. Warte mal, wir haben doch Weizen. Da kann ich doch. Toll. Da kann ich doch bestimmt. Kann man? Kann man nicht. Kann man denn in der Hand? Kann man nicht. So, so, so. Nein, nicht. Okay. Gut. Dann vielleicht hier. Kann ich hier vielleicht? So, nicht? Also, okay, Brot können wir. Ja, stimmt, Brot. Aber können wir. Ja, gut. Na gut, ich dachte, wir können daraus Weizensamen machen. Die hätten wir dann gleich wieder reinpfeffern können. Weizenpfeffern, ne? Okay, Achso. Ja, ich wollte gerade sagen, dann gehen wir mal los und tamen uns ein Pferdchen. Das natürlich gleich eine diamantene Rüstung kriegt. Sattel haben wir da. Oder nee, warte mal. Ich sehe schon, dass das denn mit dem Pferd schief geht. Und dann verlieren wir auch gleich die schöne Rüstung für das Pferdchen. Wo ist denn... Haben wir nicht gerade eine Eisenrüstung gefunden? Ist die hier dann? Nein. Oder haben wir die noch unten drin? Nee. Hä? Wo ist denn die Eisenrüstung? Das ist ein Haken. Da. Okay. So, Poperzikus. Bin fast bald gleich wieder da, ne? Weißt du Bescheid. So. Boah, was für ein Tag. Aber ein bisschen was geschafft haben wir ja trotzdem. Warte mal, ich glaube Pferde waren da hinten irgendwo auf dem freien Feld. Haben wir was zu essen? Ja, haben wir. Und einen Eimer haben wir auch noch da. So eine schöne Sache. Naja, vielleicht finden wir ja eine Kuh. Oder sogar eine Pilzkuh. Stimmt. So. Hallo Schweinchen. Ja, suchen wir uns noch ein schönes Pferdchen aus, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Verdammt. Wir haben noch keine Leine. Oh Gott, was mache ich hier? Warum baue ich nicht erstmal ein Gatter und so? Ich sollte erstmal ein Gatter bauen und so, ne? Ich glaube, das ist schlauer, als wenn ich jetzt hier erstmal so auf blauen Dunst los und ein Pferdchen hole und dann gar nicht weiß, wohin damit. Das wird so, glaube ich, nichts. Okay, dann machen wir es später. Dann rennen wir jetzt hier erstmal so rum. Na, du bist ja scharf.
Ja, genau. Ja, du auch? Ja, ist ja gut. Hallo.